Das sind Robert und Whisper. Whisper ist eine Spürhündin. Wie alle Hunde kann sie deutlich besser riechen als ein Mensch. Robert hat Whisper ausgebildet. Er zeigt uns nochmal wie. Das sind Eier von Eidechsen. Die Büchse mit den Eidechseneiern, die kommt in diesen Apparat rein. Der Apparat heißt Scentbox, ist also sowas wie ein Riechkasten, ein Trainingsgerät für Spürhunde. Lauter Rohre, durch die der Geruch der Eidechseneier geleitet werden soll. Die Rohre lassen sich verschieben und der Trick ist, immer nur aus einem kommt der Eidechseneiergeruch. Dann werden noch Leckerli eingefüllt. Ist das richtige Loch? Kathi ist auch Hundetrainerin. Sie bringt Whisper zur Scentbox. Das ist die Startposition. Und dann gibt Robert das Zeichen. Los, suchen! Sofort fängt Whisper an zu schnuppern. Wenn sie das richtige Loch gefunden hat, lässt sie ihre Nase länger drin. Dann gibt's ein Leckerli von der Maschine, zusammen mit einem Piep. Das hat wohl lecker geschmeckt, also sucht Whisper gleich weiter. Das richtige Loch ist immer ein anderes, Zufallsprinzip. Da, Piep. Leckerli. Whisper kann das schon sehr gut. Kathi und Robert gucken, wie schnell Whisper jeweils ist. Auf ihrem Tablet können sie sehen, welches das richtige Loch ist. Diesmal war es das. Das hat Whisper super gemacht. Es gefällt ihr, wenn Robert sie streichelt. Die nächste Übung. Kathi und Robert ziehen ein Flatterband über die Wiese. Das soll eine Suchstrecke werden. Whisper ist schon ganz gespannt. Kathi verteilt etwas entlang der Strecke. Das ist die abgestreifte Haut einer Eidechse. Kathi benutzt eine Pinzette, damit es nicht nach Mensch riecht. Und dann geht sie im Zickzack, damit Whisper nicht einfach ihrer Spur folgt. Das ist Fledermauskot, riecht also nach Fledermaus. Whisper soll also lernen, Eidechsen und Fledermäuse zu erschnüffeln. Mal sehen, ob Whisper die Sachen findet. Zwischen die Beine und dann wieder das Zeichen zum Lossuchen. Am Schwanzwedeln kann man sehen, was für einen Spaß das Whisper macht. Da, was gefunden. Und ein Leckerli zur Belohnung. So lernen Hunde am besten. Und direkt weiter. Sie folgt nicht Kathis Spuren, sondern sucht direkt. Wow, diesmal war Whisper richtig schnell. Da gibt's als Belohnung den Spielball, mit dem sie auch gleich losspringt. Kathi schreibt alles auf. Sie freut sich auch. Aber was soll das Ganze? Eine Eisenbahnstrecke mit vielen Schottersteinen. Whisper, Kathi und Robert arbeiten für die Deutsche Bahn. Robert zeigt an, dass er den Zug, der jetzt kommt, gesehen hat. Wenn der Zug durch ist, kann Whisper anfangen zu suchen. Sie soll nämlich rausfinden, ob hier irgendwo Eidechsen wohnen. Hier riecht sie Eidechse. Wieder gibt es eine Belohnung. Dann schreibt Robert auf, wo Whisper fündig geworden ist. Die Eidechsen wärmen sich nämlich gerne auf den warmen Schottersteinen auf und verstecken sich im Gras an der Strecke.
auch wenn man keine sieht, hier wohnen Eidechsen. Das hat Whisper rausgefunden. Dafür gibt's natürlich wieder ein Leckerli. Ein paar Wochen später kommt das Umsiedlungsteam. Sie gehen die Bahnstrecke lang und gucken, ob sie Eidechsen fangen können. Da hat Frau Zahn eine entdeckt. Sie versucht sie mit einer Schlinge einzufangen. Na, entwischt. Da läuft wieder eine. Zweiter Versuch. Ja. Ah, schon wieder weg. Ist natürlich auch schwer in dem Gestrüpp. Neuer Versuch mit einem Schwamm. Jetzt hat's geklappt. Der Schwamm ist auf jeden Fall immer die bessere Methode. Ein schönes Exemplar, eine Zauneidechse. Dann wird gemessen, wie lang sie ist. Und auch der Bauch wird untersucht. Alles wird aufgeschrieben. Länge, Gewicht, Geschlecht. Erstmal kommt sie in eine Kiste. Dann wird sie ein Stück weggetragen, auf eine sogenannte Ausgleichsfläche. Hier sollen sie von jetzt an wohnen. Da wird die Eidechse dann wieder freigelassen. Die will gar nicht abhauen. Wohl noch etwas verdattert. Und noch eine. Hier finden die Eidechsen ihr neues Zuhause. Und das ist auch gut so, denn wenn dieser riesige Gleisschotter-Reinigungszug kommt, dann wäre es für die Eidechsen doch wirklich gefährlich. Das hier würde keine Eidechse überleben. Aber so können die Züge dann auf dem gereinigten Schotter fahren. Und die Eidechsen können ihnen aus sicherem Abstand zugucken. Auch im Namen der Eidechsen, Dankeschön, Whisper, Kati und Robert.